Moin Moin und herzlich willkommen, liebe DEA-Gemeinde, zu Ausgabe 64 eurer Drug Education Agency. Ja, liebe Gemeinde, heute freut euch auf einen Beitrag der ganz besonderen Extraklasse. Ja, wir haben eine Zusammenkunft dokumentiert. Wer weiß, wann es die und ob es die überhaupt jemals wieder in dieser Art und Weise so geben wird. Ihr seht heute einen Ausschnitt der Podiumsdiskussion Psychedelische Erfahrungen als Chancen für unsere Gesellschaft mit den Podiumskandidaten Stanislav Grof, Ralf Metzner, Christian Rätsch und Peter Gasser. Das ist ein Schweizer Arzt, der vor einiger Zeit wieder mal eine LSD-Studie, eine offizielle in der Tat LSD-Studie durchgeführt hat. Moderiert wird das Podium von der geschätzten Claudia Müller-Ebeling. Also, das ist eine ganz besondere Preziose und ich darf euch heute in der DEA einen ersten Ausschnitt präsentieren, einen vielsagenden und ganz, ganz tollen. In einer der nächsten Folgen der Nachtschatten-Television zeigen wir dann einen weiteren Ausschnitt und das gesamte Podium, das über anderthalb Stunden lang ging, werden wir euch dann auf der entsprechenden DVD zum Nachtschattensymposium 30 Jahre Nachtschattenverlag präsentieren. Kommt auch in diesem Frühjahr dann demnächst auf den Markt. Ja. Danach habe ich euch noch ein Produkt vorzustellen. Haben wir lange nicht mehr gemacht, eine Produktvorstellung. Und diesmal geht es um Pflanzenanbau. Und da gibt es ein tolles System für alle, die keinen Bock haben, sich an Substraten totzuschleppen und auch viel Geld auszugeben dafür. Ja, aber dann eins nach dem anderen. Gehen wir erstmal jetzt nach Solothurn. Am Freitag, den 5. September des vorigen Jahres, ist es gewesen, das Podium mit Ralf Metzner, Stanislav Grof, Christian Rätsch, Peter Gasser, Claudia Müller-Ebeling. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei dem Ausschnitt, der ein bisschen längerer Ausschnitt natürlich, nicht nur ein kurzer, also ordentlich was zu sehen und dann sehen wir uns wieder hier. Wir sitzen hier dem Alter nach aufgereiht, also der berühmte Psychiater Stan Grof, Stanislav eigentlich, Grof. Stanislav Grof, ist wirklich ein ganz wichtiger Pionier. Er hat in Prag mit LSD noch arbeiten können in der Zeit, als es eben noch nicht auf dem Index war. Er hat wirklich merken, spüren können, als noch fast so Ende-Student, wie wohltuend die Wirkung dieser Substanz war für Patienten. Du hast das lange Zeit beobachten können, du hast unglaublich intensive Forschung gemacht in der Richtung und du hast etwas entdeckt, was heutzutage sehr vielen Psychiatern und Therapeuten eigentlich immer noch etwas Mysteriöses ist, nämlich, dass die Erfahrung über unsere persönliche Grenze hinausgehen, dass es transpersonale Erfahrungen gibt und dass Erfahrungen schon vor der Geburt da sind. Ralf, du hast ganz viele Umbrüche in der Gesellschaft mitbekommen. Du warst in Harvard, einer der Professoren dort, und du hast diese Neuerungen, die durch diese Substanzen gekommen sind, am eigenen Leibe erfahren. Und du hast ganz früh schon dir überlegt, was könnten das für Modelle geben, die uns diese Erfahrungen brauchbarer machen. Christian Rätsch habe ich hier an meiner linken Seite. Du bist Ethnologe, Ethnopharmakologe, was gerade die Pharmakologen immer nicht so gerne hören, weil die glauben ja, als Ethnopharmakologe müsste man zuerst mal Pharmakologe sein. Aber das ist tatsächlich ein Fach, was etwas tut, was ihr beide auch gemacht habt, nämlich die Perspektive der anderen einnehmen, damit wir von den anderen lernen. Und hier, Peter Gasser, wir kennen uns auch schon lange, ohne uns wirklich zu kennen. Du warst ganz am Anfang schon beim Europäischen Kollegium für Bewusstseinsstudien dabei und bist Arzt und auch ein Forscher, den dieses Thema sehr interessiert. Du hattest das Glück, den Traum von Albert Hofmann wahrzumachen, nämlich die Forschung mit LSD wieder auf die Bühne des Geschehens und in die wissenschaftliche Perspektive zu rücken. Und Albert konnte das sogar noch erleben. Also über mich persönlich, ursprünglich dachte ich gar nicht, dass ich ein Psychiater werde, dass ich mich mit psychoaktiven Substanzen beschäftigen werde, dass ich mich mit Bewusstsein
beschäftigen werde. Meine ursprüngliche Idee war, in Trickfilmen zu arbeiten. Ich zeichne, ich male. Und Walt Disney war mein Held. Und dann später Tanka, ist wohl auch hier bekannt. Und ich hatte schon ein Gespräch mit ihm und ich sollte in den Barandov-Studio zu arbeiten beginnen. Und zu der Zeit, mein Freund kam, er hielt ein Buch, als ob es die Bibel war, und er sagte, ich lese dieses fantastische Buch, du musst das lesen, du wirst nie dasselbe sein. Okay, ich habe angefangen, das zu lesen, ich konnte nicht schlafen gehen und habe das Ganze gelesen. Das war die Einführung in die Psychoanalyse, Sigmund Freud, und ich war so begeistert durch die Intelligenz, durch seine Fähigkeit, also in diese Dunkelheit des Unbewussten Licht zu bringen, oder was ich damals als Licht sah, also die Fähigkeit, die Träume zu verstehen, die Symptome der Neurosen und dann auch Religion und sozialpolitische Probleme und so weiter. Und also ich habe mich entschlossen, Medizin zu studieren, ganz spezifisch, um ein Psychiater zu werden. Und dann kam etwas, das mein Leben wirklich geändert hat. Die psychiatrische Abteilung, wo ich arbeitete unter Dozent Robicek, kriegte eine Schachtel voll von Ampullen. Das kam von der Schweiz, von Sandoz, mit einem Brief. Er sagte, das ist eine sehr interessante experimentelle Droge, die fast durch Zufall entdeckt wurde in den Laboratorien von Sandoz. Und es gab die Geschichte von Albert, nicht wahr? Ich wurde zu einem der frühen Freiwilligen. Mein Bruder, der da ist, war mein Beisitzender. Und das war damals durch etwas oder mit etwas verbunden, das Dozent Robicek sehr interessierte, und das war stroboskopisches Light, Stroboskop-Licht, und das, was man als treibender Gehirnwellen nannte, also starke Stimulation, optische Stimulation von verschiedenen Frequenzen. Und in der Mitte meiner Sitzung wurde ich also diesem Strobe-Licht ausgesetzt und hatte eine fantastische kosmische Erfahrung. Und ich war eine Person am Morgen und eine andere Person am Abend. Ich möchte zwei, drei oder möglicherweise vier kleine Geschichten, kurze Geschichten erzählen, die für mich... Es funktioniert nicht an, das Mikrofon? Doch, aber es funktioniert einfach vor den Mund halten. Die Wirkungen von diesen merkwürdigen, außerordentlich ungewöhnlichen Substanzen auf physischen Ebene, biologischen Ebene, persönlichen Ebene, kulturellen Ebene, sozialen und politischen und ethischen Ebene illustrieren. Die erste Geschichte ist von einem Klienten, mit dem ich arbeite als Psychotherapeut in Kalifornien. Ein Mann mit einer Familie von drei Kindern, er hat griechischer Abkommen, und interessiert sich sehr für die Arbeit mit psychoaktiven Substanzen. Wir haben auch zusammengearbeitet und seine Mutter kam ihn zu besuchen in Griechenland, aus Griechenland, in ihren späten 60er Jahren ungefähr. Und sie hatte, was wir nennen auf Englisch Senile Dementia, also wie sagt man das? Senile Demenz. Demenz, ja. Senile Demenz. Senile Demenz. Und in ihrem Fall war das diese senile Demenz, dass sie ständig auf alle Leute in ihrer Umgebung, einschließlich ihrer eigenen Familie, ihren Sohn, ihre Schwiegertochter, ihren Enkelkindern, schimpfte und fluchte, also unglaublich, und sagte, ihr bringt mich um, ihr vergesst mich, ihr hasst mich.
konnte mich nicht ausstehen und klagte sie ständig an, dass sie umbringen wollten. Und der Sohn und seine Familie wollten irgendwie mit ihr zurechtkommen, aber wussten nicht, wie das zu tun. Und er hatte viel Erfahrung mitgemacht mit psychedelischen, auch mit MDMA, was wir empathogenische Substanz nennen, dass diese Gefühlsebene besonders stark auföffnet. Das kann manchmal mit LSD und anderen Psychedelika stattfinden, aber mit MDMA ist es sozusagen, das ist der Grund, warum das wahrscheinlich das beste, meines Erachtens nach, das beste therapeutische Mittel, das es gibt. In dem Sinne, weil es eben nur die Gefühlsebene öffnet und man kann keine kosmischen Visionen dabei. Und natürlich konnte er es nicht geben, denn sie würde das ja nicht genommen haben. Sie sagte immer, du vergiftest mich. Du hast du Gift in das Essen. Und hatte sich also entschlossen, es ihr heimlich zu geben. Was natürlich für uns alle, für ihn selber und mich auch und alle, also ist total unethisch. Und das hat auch Gewissens gepeinigt und hat dann immer wieder erreicht. Also das ist sozusagen meine letzte Chance, denn sie willigt nicht, das von mir zu nehmen. Und dann hat er es versteckt gegeben. Er hat gesagt, also hier sind ein paar Vitamine, die sind gut für dich. Und sie hat es genommen. Und auf ihn gestimmt, die bringst mich um. Und dann waren sie bei ihm und dann ist er und seine Familie, ein bisschen haben sie alleine gelassen. Und ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so, kam er zurück. Und sie war eine total hundertprozentige verwandelte Frau. Sie saß vor ihren Ikonen und mit Tränen und betete die Ikonen an und dankte Gott und die Götter alle und war total bewegt in diesem bewegten Zustand. Und dann sagte zu ihrem Sohn, war sie, oh, du bist mein Sohn, und er liebte und umarmte ihn und küsste und dann die Enkelkinder und die Schwiegerfrau und Schwiegertochter und dann, es war eine totale hundertprozentige Umwandlung der Persönlichkeit. Und die hielt bis zu ihrem Sterb an. Sie ist dann mit den Kindern spazieren gegangen und sie war eine glückliche Frau bis am Ende ihres Lebens. Und das war für mich eine wahnsinnig interessante Geschichte. Denn wir haben immer gesagt, also Setting sind das Wichtige. Und sie hatte kein Set und sie hatte auch kein Selling. Und dann wollte ich eine Geschichte erzählen, die ich gehört habe an der psychedelischen Konferenz in Basel vor ungefähr 2 Jahren, glaube ich, drei Jahren? 6 Jahre. Sechs Jahren. Wow. Da wurde eine Kassettenaufnahme gespielt von einem Amerikaner, der saß im Haft. Der konnte nicht zu der Konferenz fahren, der war verhaftet worden. Er war ein Drogenhändler. Er hat sein ganzes Leben lang nie irgendwelche Verbrechen oder Illegales gemacht, aber er war so überzeugt von der positiven Wirkung von LSD und Cannabis, dann wurde er ein Dealer und hat importiert. LSD, nur LSD und nur Haschis, kein Morphin, Heroin, nichts anderes. Und ist verhaftet worden. Und bestraft worden mit 20 Jahre oder 30 Jahre Verhaftung und war so ein... Der spielte dann, sein Freund spielte dann eine Kassette, einen Ausspruch von ihm, wo er geklärt hatte seine Geschichte und wie es ausgekommen ist. Und da ist mir die Idee gekommen, dass man darüber nachdenken soll. Hier sind diese Substanzen, die für viele Leute das umfassende Veränderung ihres Bewusstseins, eine spirituelle, religiöse, mystische Erfahrung sein kann, das Leben ganz verändert haben, geheilt haben. Und derjenige, der das möglich gehabt hat, dass ich diese Substanz genommen habe, der jetzt im Gefängnis sitzt für den Rest seines Lebens. Wenn man da mal drüber nachdenkt, was bedeutet das? Was bedeutet das? Was sind die Implikationen von solcher Situation, eine soziale Situation?
Und ich weiß natürlich nicht die Antwort, das ist eine persönliche Frage für mich und vielleicht andere auch. Und ich empfehle das, dass man da mal darüber nachdenkt. Was für eine Gesellschaft ist es, haben wir, dass so etwas geschehen kann? Und ich habe natürlich keine Antworten, aber ich empfehle die Frage. Und eben die dritte ist ein bisschen ähnlich, Geschichte, die ich erzählen wollte, von der MAPS-Gruppe, das ist eine amerikanische Forschungsgruppe, die macht alle paar Jahre auch eine Konferenz. Und vor ein paar Jahren war eine Konferenz und mein Freund Jim Ferdeman, ein Psychologe, der auch psychedelische Forschungen gemacht hatte, fragte, als er das Publikum war ungefähr 1000 Leute, alles Forscher auf dem Gebiet von Forschungen. Er hat gesagt, also raise your hand, heb die Hand hoch, wenn ihr an einem offiziell erlaubten Forschungsprojekt als Subjekt von diesen Substanzen genommen hat und teilgenommen hat. Ungefähr so 6 bis 8 Leute hoben die Hand hoch. Und dann sagte er, heb die Hand hoch, wenn ihr irgendwann mal psychedelische Erfahrung genommen habt. Und alle hoben die Hand hoch. Das ist interessant. Hier sind Leute, die machen wissenschaftliche Forschungen. Und es gibt ein paar Leute, die machen wissenschaftliche Forschungen im Rahmen der jetzigen Gesetzlichkeit. Und die anderen sind alle Untergrund. Sie sind eigentlich vom Staat her gesehen Kriminelle. Was bedeutet das für uns? Was für eine Gesellschaft sind wir, sodass so etwas vorkommen kann? Und diese drei Fragen empfehle ich euch, darüber nachzudenken. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück. Dann möchte ich euch jetzt, wie angekündigt, mal was präsentieren. Ja, ich weiß durch zahlreiche Fragen eurerseits, dass ihr auch sehr am Pflanzenanbau interessiert seid. Ja, da habe ich jetzt hier was in der Hand, was interessant ist, wie ich finde. Ich will vorweg schicken, dass es ja innerhalb der Psychonautik nicht nur um Cannabis geht. Ja, Hanf anbauen ist ja in den meisten Gegenden dieser Welt nach wie vor illegalisiert. Das heißt, man bekommt großen Ärger, wenn man Cannabis anbaut. Ja. Allerdings gibt es natürlich einen ganzen Haufen psychoaktiver Pflanzen oder ethnomedizinisch relevanter Pflanzen, die man auch anbauen kann, will und darf. Und dafür zeige ich euch jetzt heute mal ein interessantes System für den Pflanzenanbau. Ja, was habe ich hier in der Hand? Plastikteile. Was könnte das sein? Ja, liebe Zuschauer, wer Pflanzen anbaut und keinerlei Bock hat auf den Zores mit dem Medium, sprich Erde oder in der Hydroponik mit Nährlösung, der sei auf eine Technik hingewiesen, die in der Tat innovativ ist. Es geht um die Aeroponik. Ja, die Aeroponik, der Name sagt schon, bedient sich der Luft sozusagen als Medium. Wir können sagen, es ist eine medienlose, eine substratlose Form des Pflanzenanbaus. Und hier haben wir drei Teile, also die sozusagen als Herzstück des aeroponischen Systems fungieren. Hier seht ihr einen einfachen Plastikbucket, einen einfachen Blumentopf sozusagen, denkt man, ja, unten sind Löcher drin, ganz normaler Blumentopf. Obendrauf haben wir verschiedene Deckelformen, ja, hier zum Beispiel ein schwarzer, der wird dann zusammengesteckt und auf den Topf gebracht. Und dann gibt es das Ganze auch noch in weiß. Ja, da gibt es also verschiedene Produktlinien von der Firma Aeroponic Systems. Wie das Ganze im Betrieb aussieht, zeige ich euch jetzt, während ich erkläre, was für Vorteile dieses aeroponische System mit sich bringt. Das ist nämlich ganz, ganz simpel. Im Grunde hat man nämlich nur diesen Topf und dann das, was ich eben gezeigt habe, in zusammengesteckter Form eine Art Wurzelgestell. Um diese Plastikapparatur kann sich das Wurzelwerk legen und das tut es auch. Und das seht ihr jetzt auch im Bild, wie wunderbar die Wurzelzone der Pflanze hier nicht nur gedeiht und wächst, sondern eben auch ersichtlich ist. Ja, ganz besonders interessant, wenn man Pflanzen anbaut, ist es doch zu sehen,
was an der Wurzelzone geschieht, ob da Krankheiten sind, ob da vielleicht Schädlinge sind und so weiter und so fort. Mit der Aeroponik wird das Wurzelsystem suffizient ventiliert. Das heißt, da kommt immer Luft dran. Und wenn ihr euch fragt, wie das Ganze funktioniert, ohne Medium, ohne Substrat und ohne hydroponischen Aufbau und so weiter, ja, die Wurzeln werden innerhalb dieses aeroponischen Systems mit einer Nährlösung angereichert. Und zwar nicht wie in der Hydroponik, dass wir also praktisch ein Bassin haben, wo die Wurzeln reinhängen, sondern über ein Tropfsystem wird die Nährlösung direkt an die Wurzelfasern gegeben. Ja. Und das hat zur Folge, dass also die Pflanze deutlich schneller und besser wächst, dass sie in aller Regel gesünder ist, weil man eben eine gute Kontrolle gerade über den Wurzelbereich hat und dass sie am Ende einen größeren Ertrag bringt. Ja, außerdem fällt der Vorgang des Umtopfens mehr oder weniger weg. Natürlich müssen wir unsere Pflanzen nach wie vor umtopfen, aber es ist damit deutlich weniger Dreck verbunden, als wenn wir da die ganze Zeit mit Erde hantieren. Jeder von euch, der Pflanzenanbau irgendwie hobbymäßig unterwegs ist oder sogar beruflich, weiß, was ich meine. Ja, die Aeroponik bietet also in der Tat ganz besondere Vorteile. Und dieses System, was ich euch jetzt hier zeige, ist das neue AeroGrow 19 System. Ja, und diese AeroGrow 19 Linie ist verfügbar in verschiedenen Kits und Table-Systemen, zum Beispiel den Dansk Table und das Grow Kit. Ich blende euch ein, wie die verschiedenen Systeme aussehen, von klein bis groß ist da alles verfügbar. Ja, die Tischgestelle weisen eine verbesserte Konstruktion gegenüber den alten Modellen auf. Die sind nämlich jetzt voll verzinkt und voll verschraubbar, kommen inklusive Werkzeug daher und vor allem ohne, und das ist im Gegensatz zur Konkurrenz, ohne diese ständig abbrechenden Plastikwinkel. Ja, das Ganze ist für sämtliche Platzverhältnisse und Zeltgrößen mittlerweile verfügbar. Jetzt sogar für Zelte, die 60x60 bzw. 80x80 cm fassen. Ja, interessanterweise sind diese Töpfe in Deutschland über einen Online-Shop, ich blende euch die Adresse ein, und über ein Ladengeschäft zu beziehen. Und in der Schweiz ist es einzig der Head & Grow Shop 420 in Bern, der das aeroponische System anbietet und vertreibt. Ganz wichtig ist, dass diese Linie AeroGrow 19 in verschiedenen Ausführungen daherkommt. Wer also auf biologisch abbaubare Systeme steht und das sogar zur Voraussetzung macht, der kann ebenfalls zum aeroponischen System greifen, denn es gibt das GrowKit 19 oder 19 auch als voll biologisch abbaubar, kompostierbare Variante. Ja, sehr, sehr interessant, liebe Zuschauer. Ich würde euch empfehlen, euch das mal anzuschauen. Ja, wie gesagt, es geht ja gar nicht um die Cannabiszucht als solche. Viele werden wahrscheinlich denken jetzt, okay, es geht ja hier ums Hanfgrowing und so weiter. Aber es lassen sich, und das seht ihr auf den Bildern, die wir zwischendurch immer wieder einblenden, alle möglichen Pflanzen mit dem aeroponischen System super angenehm, bequem und vor allem effizient growen. Ja, das kann auch Salat sein, das können Gemüsepflanzen sein, das können aber auch ethnomedizinisch relevante oder ethnobotanisch bedeutsame Gewächse sein, die wir hier mit dem aeroponischen System anziehen, großziehen und schließlich verwerten können. Wer also keinen Bock mehr darauf hat, ewig Erde zu schleppen oder anderes und sich mit Substraten darum zu ärgern, der hat hier die Möglichkeit, wirklich medienlos sozusagen Pflanzenanbau zu betreiben. Das Ganze hat eben nicht nur hygienische Vorteile, sondern wie gesagt, es schlägt sich auch nieder in der Ernte, im Ertrag, im Pflanzenwachstum und auch in der Pflanzengesundheit. Ja, ich kann euch nur empfehlen, das Ganze mal zu probieren. Das System ist auch in der Tat überhaupt nicht teuer. Man glaubt, oh Gott, das ist so ein neuartiges Grow-System, das ist bestimmt unbezahlbar. Gar nicht. Schaut euch mal die Internetseite an von Aeroponic Systems und da werdet ihr um einiges schlauer sein. Dort sind auch Broschüren zum Runterladen über das Prinzip des aeroponischen Pflanzenanbaus. Es werden die Systeme alle en Detail erklärt und ihr bekommt natürlich auch jede Menge Support vom Team Aeroponic Systems. Liebe Zuschauer, ich möchte euch das ganz besonders ans Herz legen. Guckt doch mal, ob das was für euch ist. Ja, und damit darf ich mich auch schon verabschieden für heute. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen zur DEA 65. Ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht.
die aktuelle Folge zu verfolgen. Bleibt uns gewogen, ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.